Es war ein langer Tag zwischen Warten, Hoffen und Bangen. Liebe BDP-Parteimitglieder und Sympathisanten, ganz herzlich willkommen zum speziellen Wahl-Newsletter. Ja, es hat lange ganz gut ausgesehen und es sieht eigentlich auch immer noch gut aus. Die BDP hat sich tapfer geschlagen, hat aber am Ende des Tages gleich zwei Sitze verloren. Bangswarten ist angesagt in Zürich und Bern. Kann man in Zürich die beiden Nationalratssitze von der Rosemarie Quadranti und dem Rudi Winkler verteidigen? Die Chance aufs Restmandat besteht und jetzt gilt es einfach Daumen drücken und warten, bis die restlichen etwa 30 Gemeinden ausgezählt sind. Dann wissen wir, wo wir stehen. Dann ist es klar, die BDP verliert im Kanton Zürich einen von ihren beiden Sitz. Das Rennen macht die Rosemarie Quadranti. Ich hätte lieber selbstverständlich beide zu Bern oben gehabt. Jetzt sind wir glücklich, wenigstens einen mitzunehmen. Und das heisst, die nächsten 4 Jahre noch profilierter politisieren, damit wir den zweiten Sitz wieder zurückholen können. Die Erleichterung ist gross und ich gebe auch zu, dass ich mich wahnsinnig freue, die Arbeit weitermachen zu dürfen, auch wenn es unter erschwerten Bedingungen wird sein. In Bern ist man glücklich über das erfreuliche Wahlergebnis vom Ständerat Werner Luginbühl. Die Ständeratswahlen sind einer der ganz positiven Punkte von diesem Wochenende, indem der Werner Luginbühl mit einer super Ausgangslage startet. Wenn wir dort jetzt noch alles richtig machen, zweifle ich nicht daran, dass er das wird packen und damit natürlich auch noch eine Fraktion ganz klar stärkt. Punkto Nationalratswahlen heisst es aber weiterhin zu erwarten. Aufschnaufen kann unseren BDP-Parteipräsident Martin Landolt. Er hat seinen Herausforderer Jacques Marti im Kanton Glarus besiegt und bleibt einziger Glarner Nationalrat. Ich musste ernsthaft gegen einen Gegenkandidat kämpfen. Er hat den Wahlkampf von mir gewählt, er hat ihn bekommen. Wir haben gezeigt, dass es uns ernst ist, den Sitz zu verteidigen. Wir konnten mobilisieren zu meiner Gunst, das hat sich ausgezahlt. Und ich freue mich über das Ergebnis. Auch im Kanton Aargau ist es schnell klar, dass der Bernhard Kuhl seinen Sitz im Nationalrat auf sicher hat. Entsprechend gut ist die Festtune in Aargau. Im Aargau haben wir über 5% und damit unseren Sitz erfolgreich verteidigt. Und da bin ich natürlich schon ziemlich klasse gewesen. Dann noch auf Aargau ins Grossratsgebäude die weiteren Resultate entgegengenommen. Ein bisschen ernüchtert bin ich natürlich ab dem Resultat von anderen Parteien, aber insgesamt muss ich sagen, herzlichen Dank allen Leuten, die bei uns im Aargau der BDP mitgeholfen haben. Die Berner warten immer noch auf das Endresultat. Die Hochrechnung sagt, dass die BDP ihre 4 Nationalratssitze voraussichtlich behalten kann, aber wenn, dann knapp. Die BDP Graubünden kann mit dem Duri Campbell zwar den Sitz von Hans-Jörg Hassler retten, sie muss aber einen herben Stimmenverlust von -6% verkraften. Der Hans-Jörg Hassler hat das letzte Mal 21'000 Stimmen gemacht. Ich mache gut 12'000. Das ist eine Differenz von 9'000. Wenn man die 9'000 dazurechnen tut, dann sind wir gerne nicht so schlecht drin. Also von dem her haben wir unser Ziel erreicht, einen Sitz, und da sind wir glücklich. Inzwischen tut sich etwas in Bern. Gewählt sind Hans Gunder, Urs Gasche, Lorenz Hess. Also für mich war das Wichtigste, dass wir als Partei und als Team gut arbeiten. Das haben wir erreicht. Und ganz, ganz besonders Freude macht mir das Resultat von unserer jungen Listenmedien, den Sommer quasi aus dem Boden gestampft. Und so wie das aussieht, machen die Wähleranteil von etwa 1%. Das ist gigantisch. Ich gehöre jetzt selber zu den Glücklichen, die noch dabei ist. Aber ich weiss eins ganz bestimmt, und das ist mir extrem wichtig, wenn nicht in all diesen Kantonen, wie bei mir auch im Kanton Bern, Leute wären gewesen, die mit riesen Einsatz gekämpft haben und vor allem, die auch auf die Liste kamen, obwohl sie vielleicht gewusst haben, dass sie kaum eine Chance haben. Ohne diese Leute wäre es nicht gegangen. Und eigentlich, wenn man jemandem danken will, muss man all den Kolleginnen und Kollegen danken, die sich als Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung gestellt haben. Schlussendlich haben wir es dank ihnen geschafft. Ja, wir haben gesamtschweizerisch 2 Sitze verloren. Das ist schmerzhaft, obwohl wir gewusst haben, dass wir 2 Sitze am Risiko stehen und dass die Möglichkeit besteht, die 2 Sitze zu verlieren, dass tatsächlich beides eingetroffen ist. Hätten wir übrigens sehen müssen. Auch wenn wir
durchaus besser abgeschnitten haben, dass gewisse Leute gerne gehabt hätten und gewisse Experten immer wieder behauptet haben, gehören wir trotzdem mit den anderen Mitte-Partien zusammen zu den Wahlverlierern. Das dürfen wir nicht schön reden, wir müssen das ernst nehmen. Wir haben aber nach wie vor mit 7 Sitzen im Nationalrat und gute Chance auf unseren Ständeratssitz Gelegenheit, wieder 4 Jahre weiterzuarbeiten. Das müssen wir packen. Aber es ist trotzdem mindestens ein Schuss vor den Bug und 2 Sitze weniger, das tut weh. Und das ist schade um die 2 Kollegen, die wir in unserer Fraktion verlieren. Ja, liebe BDP-Parteimitglieder und Sympathisanten, das war es auch schon wieder für heute. Jetzt gilt es ganz fest Daumen drücken für Werner Luggibühl für den 2. Wahlgang für den 15. November. Wir melden uns dann wieder. Bis dann, habt's gut.